Nee, Freunde, willkommen zurück zu GTA San Andreas. Weiter geht's mit den fröhlichen, lustigen Ich-klaue-Autos-Quests mit Caesar. Puncture Wounds, yay. Hallo? Hey, man, where you been? I tricked one of the cars on a shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. You know what? I think I got an idea. Aha. Steig ins Auto. Dieses Auto wurde so umgerüstet, dass du Nagelmatten abwerfen kannst. Wir haben so krasse Nagelmatten. Und ich Nagelmatten. Was? Anders gesagt. Guten Tag. Willkommen zurück zu GTA San Andreas. Das habe ich gerade eben schon mal gesagt. Ich weiß, aber... naja... Trotzdem. Fuck. Ist Caesar eigentlich mit dabei? Nee, ne? Nö, wir sind ganz alleine. Naja, liebe Freunde, worauf ich hinaus wollte, das war wieder ein krasser Spit von meiner Seite aus. Ich bin jetzt auch wieder raus. Für heute. Warte mal, wir müssen auf die Autobahn, oder wie? Kann das sein? Ja, ich hab einen Verdacht. Also, bye. Jetzt bist du gestorben. Was kannst du eigentlich? Naja, worauf ich hinaus wollte. Wieder mal. Ich bin ein krasser Spitzer. Denn Nagelmatten auf Nagelmatten zu reimen, das kann nun, weiß Gott, nicht jeder wohl. Das wollte ich damit zum, ja, Ausdruck, ja, ja, bringen! wollte mich jetzt abschlachten? Natürlich haben beide ihren Baseballschläger dabei. Das sind wahrscheinlich die krassesten Baseball-Yankee-Fans, die es wohl jemals auf der Welt gegeben hat. Okay, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich vor sie stellen. Wegen dem Auto fährst du hinterher, Mann. Das ist doch ein Kombi, oder nicht? Da geht's doch billiger eigentlich. Meine Güte. Fuck, ich darf das Auto nicht schrotten. Okay, wir müssen jetzt schön den Rückspiegel benutzen, damit wir schön... Jetzt! Ja! Wunderbar. Meine liebe Freundin. Hey, was? Was denn? Touchen? Ja, klar, sicher doch. Komm her, du geile Sau. That's as far as you get with me. Also, bye. Hey, das ist ge... Au! Das war die Rache. Da fährt jemand mit unserem Auto weg, oder was ist hier los? Hallo? We can't just nur wagen. Okay, chillig. Ja, weißt du, Nagelmatten. Sind die Reifen nicht vollkommen im Arsch? Fuck, sorry. Oho. Da! Ey, yo! Ich überlege gerade einen Reim. Und in der Zeit... Bitte nicht weinen, denn... Ich bin, was Rap angeht, noch ein wenig klein. Ich altes Schwein. Naja, um auf den Punkt zu kommen. Also. Ey, mein Humor ist so spitz wie Nagelmatten. Ich brauch keine Bitch, denn ich Nagelmatten. Okay, der war aber schon besser als gerade eben, oder?
Weil, naja, da war gerade eben noch ein Vergleich. Also, das gerade eben, da war noch ein Vergleich mit dabei. Außerdem, hat es auch so vom humorösen Teil auch ganz gut gepasst, jawohl. Ich möchte nur mal anmerken an die Tatsache von wegen, ja, wie kann ich euch das jetzt sagen, ohne dass ihr anfangt zu weinen? Ganz einfach gesagt, mein Humor ist so spitz wie Nagelmatten. Weil Nagelmatten ja auch spitz sind und Humor kann auch spitz sein. Ist schon ganz gut, würde ich sagen, oder? Ist ja... Scheiße. Ja. Hi. Friesenfex und bye! Haben wir es jetzt soweit? Unternehmen erworben, hey! Wie viel Cash wird produziert? Einkünfte von bis zu $8,000. Oh, heftig, ey. Wir können jetzt... es ist krass, Alter. Das müsste eigentlich wieder ein Anruf kommen, oder nicht? Wenn ich mal so dran denke. Wir müssen gleich eigentlich einen schönen, schicken Anruf kriegen. Weil das ist immer passiert, als wir... naja, keine Quest mehr hatten. Hallo? Telefon! Atina, gozaimasu! Telefon? Nicht? Dann nicht! Ich hätte doch so gern ein Motorrad eigentlich. Mann. Ich hab keine Ahnung. Wo soll ich hinfahren? Soll ich in die Wüste? Oder was? Ich hab keine Ahnung. Ach Mensch, kannst du mir nicht weiterhelfen? Hey, ich rede mit dir, helf mir. Dann eben nicht. Oh oh. Wie er wieder umdreht, ey. Oh, krass, ey. Wir haben einfach fast wieder $100,000 generiert. Also jetzt nicht wegen dem Unternehmen, aber halt generell haben wir knapp $100,000. Ja gut, wenn jetzt kein Anruf kommt, dann würde ich gerne auf einen Motorrad steigen. Lass mich! Fräulein! Hey, schau mal. Guck mal. Hast du den gesehen? Aha! Da guckst du, was? Oh, you're not... you're so slow. I'm too fast for you. Aua. Er kommt mir immer noch hinterher. Weißt du was? Da sollst du mal nicht schön meucheln, du Arschloch. Komm ran. Noch einmal, ja? Und jetzt verschwinde. Während dir dein Leben etwas wert ist. Verschwinde. Kann doch mal ein Motorrad... Na gut, jetzt du nicht, aber... Hallo, Motorrad, hallo. Weißt du was? Ist mir recht. Also, bye. Na, 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 na. Wie ist das denn jetzt was? Ach du Scheiße! Ich wurde einfach hart überrollt, Mann. Au! Muss doch wehtun, Mensch. Wie ist das denn passiert, ey? Ich versteh's nicht. Na, egal. YOLO-Aktion, Hadi. Ich fahr jetzt einfach... in diese Richtung. Vielleicht hat da jemand was für mich. Weil, hier ist nirgendwo eine Quest. Oder wie sehe ich das hier? Ich sehe einfach nichts. Also jetzt nicht im Sinne von, weil es halt so neblig hier ist. Aha! Sondern vielmehr im Sinne von... Naja, liebe Freunde. Ich kann schlicht und ergreifend, ja, nichts sehen. So ist die Kiste. Deswegen fahren wir erstmal wieder, ich sag mal, zu, wie hieß er nochmal? Termino? Irgendwie sowas?
Trump? Nein, auch nicht. Termina? Ne, das war die Welt aus Zelda, Majora's Mask. Tampon? Nein, das ist eine. Das ist ein. Frauenbesteck. Ich denke auch nicht, hoffe mal, dass hier was ist. Ich glaube, es sieht auch so aus. Hoffen wir es mal. Jawohl. Also hier ist keine Quest mehr, das ist komisch. Wir müssen halt jetzt schon über die Brücke fahren. Ist das die Wiese oder warum konnte ich gerade eben so richtig schlecht steuern? Ja, das muss die Wiese gewesen sein. Boah, dass sie so einen Einfluss hat, ne? Unglaublich! Mitch! Ja, aber ohne Witz, wenn wir jetzt hier nichts finden, dann habe ich keine Ahnung, wo unsere nächste Quest sein soll. Habe ich wirklich keinen Plan. Finde ich das ein wenig doof. Jawohl. Wir fahren aber hier auch in eine Richtung, wo wir so noch nie, glaube ich, dann gefahren sind. Groß, oder? Ich erkenne gerade nix. Oh, vielleicht ist es ja unser Flughafen, kann das sein? Nein. Nö. Warum ist da oben? Warum ist da ein S? Weshalb? Okay, lass uns mal da hingehen. Vielleicht ist da ja was. Da muss ja was sein. Komme ich denn hier rein? Ist das ein Knast oder was ist das hier? Hallo? Sieht mir echt aus wie ein Knast. Ist der vielleicht sweet inhaftiert oder was? Was ist hier los? Hey, Jungs, Mädels, ich habe keine Ahnung. Könnte einerseits ein Knast sein, andererseits auch irgendwie nicht. Wo soll ich das denn wissen? Wenn jetzt hier irgendwo ein Eingang ist und wir da rein können. Turning Tricks. Ach, ist das hier eine Fahrschule oder was ist das hier? Anscheinend. Advanced Motoring. Aber darauf habe ich ja gar keinen Bock. Soll ich das machen? Nee. Ich fahre erstmal zu diesem Symbol. Ansonsten, ey, ich glaube, ich war ja doch schon mal. Ich glaube jetzt persönlich bin ich hier schon mal gewesen. Vor dem einen oder anderen Leben. Au! Das tut weh! Oh, ich... Ha! Da wollte er mich gerade plätten, der Wichser. Lass mich darüber. Komm. Ja, jetzt aber hier. Ja, aber ordentlich. Jawohl, ja. Gut. Jetzt aber mal eine hier, du. Oh Gott, Mann. Hallo. Was ist so schwer daran, mich hier durchzulassen, hä? Der fährt mir vor die Füße. Hallo, oder vor die Räder, besser gesagt. Jetzt aber wirklich Real Rap, was ist da? Bevor ich das nicht weiß, werde ich den Part nicht beenden. Und ich werde den Part sowieso nicht beenden können. Das ist viel zu kurz, habe ich das gerade eben schon mal gesagt? Ich glaube schon. Aha, wir kommen dem Ziel näher. Okay. Ach, hier ist ja das Casino, genau, da war ja was, richtig. Das Casino, genau. Da wollte er uns Woozy ja hinschicken. Richtig. Geh ins Four Dragons Casino und triff dich mit Woozy. Da war ja was. Okay, chillig. Wir kommen doch weiter. Okay, korrekt. Ding, ding, ding. Wunderbär. Meine lieben Freunde. Parkplatz. Sehr schön. Ist nur die Frage des Tages. Wo kann man hier speichern? Wo kann man hier reingehen? Jetzt komme ich mir also wieder so ein bisschen vor wie in Los Santos vom, nein, nicht vom Setting her, aber von den Personen. So oberkörperfreie Homeboys, alte Omas.
Ha, fühlt man sich direkt heimisch. Oh mein Gott, ja, hallo. Aber egal, lass uns mal reingehen hier. Ins Fort Dragons. Und hier irgendwo ist dann wohl Wusi. Wusi! Wo sind sie? Hat gerade eben ein besseres Wortspiel gehabt. Wusi! Wo? Sie? Thunder Ketchup. Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked out lawyers running it for them. You could be any one of them, or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Tie them to the front of the car, then you sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. Karl ist ein richtiger Gangster geworden, ne? Der hat sich gemacht. Der hat die Takte, der hat die Maschen drauf. That's my car. Er hat die Taktiken drauf, wollte ich sagen. Hey, hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? Ich bin dein schlimmster Albtraum, du Drecksack. You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Wir werden ja sehen. I think I'm gonna leave you right where you are. Wir können. Karl kann zwar nicht sehen, aber okay. Who the fuck I am? Nah. I think I'm gonna find out. Die Angst. Jesus! Wir wollen, dass du Angst kriegst, dann krieg mal ordentlich Angst. Dann werden wir erstmal mit einer schönen Geschwindigkeit nach geradeaus fahren und dich ordentlich Angst kriegen lassen, mein lieber Freund. Wollen wir mal ein bisschen lenken? Stehst du drauf? Wirst du langsam geil? Los, komm, krieg mal so ordentlich Angst, du Drecksack. Selbst Geschwindigkeit macht ihm schon extrem Angst. Ich dachte, das wäre irgendwann auf einem Level, aber nö, das geht immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ah! Scheiße. Okay, ich glaube, die Angst geht ein bisschen zurück bei ihm. Das war kein Glück. Irrsinstanz. Ja, Irrsinstanz. Dann versuch mal hier Irrsinstanz. Mach das doch mal. Wie soll ich denn hier Irrsinstanz hinkriegen? Also ich hätte da schon extreme Scheißangst bekommen, wäre ich gegen ein Auto gefahren. Ja. Wir können ja mal hier aufs Parkhaus fahren und gucken, dass wir hier irgendwie runterkommen, ne? Geht das nicht? Ist das nicht drin? Scheiße! Das wollte ich nicht! Ich wollte bremsen! Aber kann das sein, dass meine Bremse irgendwie invertiert ist? Die war früher mal auf B, jetzt ist sie auf X. Was ist das denn? Verstehe ich nicht, das verstehe ich gar nicht. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen, vorsichtiger sein mit ihm. Ja, seht ihr? Hey, what you doing?
Wir müssen nur an einen Ort kommen, wo wir quasi Stunts machen können, ne? Ich weiß halt nur nicht, wo das sein soll. Wir können auch von mir aus ein bisschen weiter rausfahren, aber ich weiß nicht, ob wir das dürfen oder ob da die Kurs fehlgeschlagen wurde. Das war erst der Anfang, mein junger Spund. Ich will doch Irrsinn-Stunts machen. Wo kann ich denn hier irgendwas finden von wegen Irrsinn-Stunts? Weißt du was, ich fahre einfach wieder mit 100 Sachen durch die Stadt und dann ist mir alles egal. Durch die Wüste. Und ja, hier auf Schienen. Hast du da auch Angst, mein junger Spund? Aber wir hätten hier einen Stunt machen können. Komm schon. Da geh schon so krass in die Handbremse rein und dann bringt es trotzdem nichts. Was soll denn das? Und zack. Wobei, da war ja gar keine Steigung. Ah! Ich glaube, er wird gleich reden. Jawohl, das weiß ich selber, dass die hohe Geschwindigkeiten Angst machen. Ja? Aber warum haben wir jetzt 3 Sterne? Bring ihn wieder ins Casino. Machen wir gern und dann werden wir dich erstmal ein bisschen enthaupten, du Drecksack. Aber wir gucken natürlich, dass wir ihm jetzt kein Haar krümmen, denn sonst fängt er noch an zu weinen, der Kleine. Und das wollen wir ja nicht, ne? Wäre ja ein bisschen doof, wenn er dann hier vor die Hunde geht auf dem Auto. Wer kratzt das denn dann weg? Das wäre sehr dreckig. Und so dreckig sind wir nicht. Wir haben ja noch einige Anstände, die wir zu erfüllen haben. Okay, und... Scheiße. Ich will nur parken, Mensch. Und jetzt hier rein. Lass mich hier rein. Oh mein Gott, ey. Die machen aber auch echt eine Welle hier. Wie einfach reingefahren wird, ey. Das ist so cool. Yay, das ist cool. Also bye. Nee, Freunde. Ich würde sagen, ich beende den Part. Beim nächsten Mal werden wir hier weitermachen. In dem Casino. Ist ja ganz klar. Von daher gesehen, macht's gut. Haut rein. Ciao. This is what I always want.